Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Infovideo betreffend Supertests beim Radar-Interface und bei der Flutung. Und wie ihr hier seht und wie ich euch auch verlinken werde, ist das von Development Block hier. Hier sind alle speziellen Änderungen genau an Werten aufgeführt und die werde ich euch jetzt nicht explizit nennen. Ich kann aber auch sagen, dass es bei der Radar-Änderungen zu zwei, drei Punkten kommt. Einmal wird hier die Radar-Dauer erhöht. Und es wird die Radar-Reichweite vereinheitlicht. Hier sieht man schon, die Black geht von 20 auf 22 Sekunden, die Chumu von 17 auf 22 Sekunden und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass jetzt bei der neuen Änderung es so sein wird, dass sobald man das Radar zieht, ach, ich hasse diese Werbung gerade die ganze Zeit, sobald man das Radar zieht, wird man als das Schiff, das Radar einsetzt, den Effekt von Radar sofort erkennen, also man wird sofort das gegnerische Schiff aufmachen und man kann darauf schießen. Andersherum, also es ist natürlich auch so, dass man auf der Minimap sofort das gegnerische Schiff, das dadurch aufgedeckt wird, sehen wird und das werden auch alle anderen Teammitglieder, die in der Nähe sind, auch sehen. Für den offensichtlichen Effekt auf dem, also nicht auf der Karte, sondern im Spiel wird es so sein, dass es zu 6 Sekunden Verzögerung kommt, bis der DD im Nebel aufgehen wird. Für alle anderen, die das Radar nicht einsetzen. Sprich, sitze ich in der Moskwa, ziehe Radar, um den DD im Nebel aufzumachen. Wobei hier die Moskwa anstelle von 25 Sekunden jetzt 30 Sekunden haben wird. Und es eben auch zu einer Erhöhung kommt der Reichweite. Zum Beispiel Alaska geht auf 10 Kilometer und so weiter und so fort. Die Moskwa dann von 11,7 auf 12 wie alle anderen sowjetischen Kreuzern. Wird es so sein, ich drücke in der Moskwa Radar, sehe sofort den DD, der im Nebel sitzt, kann ihn beschießen. Auf der Minikarte wird er für mich und für meine Teammitglieder ebenfalls sofort angezeigt. Die Teammitglieder können nun die Kanonen ausrichten oder die Geschütze ausrichten und dann nach 6 Sekunden werden sie erst den DD oder den Kreuzer im Nebel sehen. Wargaming begründet das so, dass viele Kreuzer dann oder auch DDs die Möglichkeit haben, großen Schaden zu vermeiden, damit sie sich also in den 6 Sekunden nochmal drehen oder umpositionieren können, ist quasi Noobschutz. Um dem entgegenzuwirken, ich hasse das, um dem entgegenzuwirken wird das Radar nun länger sein und es wird ein bisschen höhere Reichweite haben. Bin ich kein Freund von, wenn man Fehler macht, soll man auch dafür bestraft werden. Ich mag das bei mir auch lieber, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Die Längen, die genauen, könnt ihr hier nochmal nachlesen, während ich hier durchscrolle. Oder aber, wie gesagt, ihr lest euch dasselbe im Link noch einmal durch. Kommen wir nun zu Interface-Änderungen. Nun wird man nämlich sehen, ob man von Radar oder von hydroakustischer Suche aufgemacht wird. Und hier sieht man zum Beispiel, die Moskwa macht uns auf mit Radar. Momentan sind wir nur für die Moskwa offen, das sieht dann so aus. Detected. Sind aber die 6 Sekunden vergangen, sind wir hier das Radar-Symbol, wir sind für alle anderen Schiffe auch offen. Und zusätzlich sehen wir dann jetzt, das ist hydroakustische Suche. Das bedeutet, nun können wir ganz genau eruieren, das ist Hydro, oh mein Gott, die geht viel länger, jetzt muss ich abhauen, das ist Radar, das geht vielleicht nur 30 Sekunden, dann neuerdings bei der Moskwa. Plus 20% habe ich vergessen, ist immer noch möglich mit dem Zusatzmodul. Wird wie gesagt einiges dann ändern. Mal schauen, wie man sich da einstellen kann. Aber das ist jetzt nicht nur so, wenn man radariert oder mit hydroakustischer Suche aufgemacht wird. Das wird man jetzt auch sehen, wenn man verbündet ist mit einem Schiff, welches das macht. Hier natürlich die russische Seite und ja, noch einmal ein Hinweis, es ist Work in Progress. Wir haben hier einmal das Symbol, das wahrscheinlich bedeuten wird, und man wird es auch im Chat sehen, oh mein Gott, User Gesundheit hat gerade Radar angemacht, voll geil. Und hier ist übrigens noch etwas angezeigt. Ein kleiner grüner Kreis, was vielleicht sagt, dass genau dieses Schiff hier das anmacht. Man sieht es auch nochmal hier. Und ja, das war's. Das zeigt mir quasi an, oh, die Moskwa hat gerade Radar angemacht. Voll gut. Finde ich prall. Und tja, das war's jetzt mit dem Radar. Jetzt kommen wir zum nächsten, also Radar und Interface, nämlich die Änderungen in der Flutung. Wir haben jetzt nicht mehr so wie früher die Möglichkeit, nur eine Flutung zu machen, die dann eine gewisse, ich glaube 66% ans insgesamt der Gesamt-HP abzieht. Nein, wir haben also Stock natürlich nur, bei Verringerung der Zeit natürlich immer weniger. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit, einmal im vorderen Bereich und einmal im hinteren Bereich eine Flutung zu machen. Das bedeutet zwei Flutungen. Dem entgegen ist jetzt natürlich ein weitaus geringerer Flutungsschaden die Folge, was bedeutet, dass wir mit nur einer Flutung, die wir bekommen, jetzt weitaus weniger Schaden bekommen als
jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn denn dieser Test oder diese Änderung durchgeht. Mit zwei Flutungen bekommen wir immer noch weniger Schaden, als wir jetzt machen. Es wird also darauf hinauslaufen, dass in Zukunft öfter Flutungsschaden gemacht wird. Und ich glaube, das ist im Hinblick auf die CV-Änderung gemacht worden. Denn es gibt viele Staffeln, die schnell hintereinander angreifen können. Blutungsschaden muss man da noch die Prozente ein bisschen anschauen, wie das dann läuft. Aber in diese Richtung wird das dann laufen. Zusätzlich kann man dann auch dafür sorgen, dass alle Torpedos nur noch in den vorderen Bereich einschlagen, wo ich schon die Flutung habe. Und die lasse ich für die Dauer des Angriffs durchlaufen. Weil dort, wo eine Flutung schon ist, kann keine zweite Flutung mehr passieren. Alle Torpedos schlagen hier rein, eine Flutung. Torpedos schlagen hier und hier rein, zwei mögliche Flutungen. Das ist ganz wichtig. Und das war hier quasi auch noch die Änderung. Man sieht es auch, die Flooding Duration without Modifiers has been reduced. Das bedeutet 30 Sekunden für die CVs, 90 bis 40 Sekunden für andere Klassen. Hier sind auch noch einmal die Änderungen der einzelnen Klassen, wobei ja, es ist, CVs werden halt momentan stark bevorzugt, wird aber dann immer noch verändert. Also ist immer noch möglich, dass das geändert wird. Sieht man auch hier 30%, 60% bei While Moving. Das wird ist jetzt auch schon so, dass man 30% Geschwindigkeit verliert, rückwärts 60%, weiß ich nicht, fast selten rückwärts. Von daher ja, sieht man nochmal die Möglichkeiten oder die Umrechnungen, was denn jetzt an Schaden gemacht wird. Jetzt momentan 49.000, mit einmal nur 16.000, bei zwei gleichzeitigen Flutungen 33.000. Man kann ja quasi von einer 33%igen Verminderung ausgehen und so weiter und so fort. Wer sich genau darüber informieren will, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Das ist nur so ein kleines Infovideo und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Vielen Dank, ciao.